Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Lötsch, das glauben Sie doch nicht ernsthaft, dass Putin auch nur einen Cent weniger Gaspreise nehmen wird in dem Moment, wo es sogenannte Friedensverhandlungen gibt. Das auf dem Rücken von Opfern in der Ukraine so darzustellen, ist eine Verkennung der Realität. Es ist eine Verkennung dessen, wer schuld an diesen hohen Preisen ist und wie diese Koalition versucht, hier abzufedern. Meine Damen und Herren, das ist der erste Haushalt mit Einhaltung der Schuldenbremse nach zwei Ausnahmehaushalten. Wenn ich überlege, wie es noch hieß, das werdet ihr niemals schaffen, einen Haushalt im Kabinett vorzulegen, das werdet ihr niemals schaffen, bis zum Ende der Sommerpause das zu halten, ihr werdet es niemals schaffen, wenn ihr ein drittes Entlastungspaket macht, noch einigermaßen hier überhaupt eine solche Schuldenbremse einzuhalten, dann kann ich nur sagen, diese Koalition hat gezeigt, dass wenn man hart arbeitet, wenn man gegenseitig Kompromisse macht und dabei immer an die Menschen denkt, dann kann man auch die Verfassung, dann kann man auch die Schuldenbremse einhalten. Und darüber bin ich sehr froh. Meine Damen und Herren, ich sage das auch deutlich, ich bin ja schon ganz froh, dass ich vom Kollegen Mittelberg nichts mehr von seinem Fetisch, nämlich von der schwarzen Null, gehört habe. Das war doch das, was die CDU immer wollte. Ist interessant, dass Sie das jetzt nicht mehr sagen. Und zweiter Punkt in Richtung CDU. Herr Mittelberg, Sie sagen, oh, das wäre ein Trick mit der Rücklage. Wenn Sie wirklich der Meinung sind, dass wir in Notzeiten Rücklagen, die für Notzeiten sind, nicht nehmen sollen, dann bin ich auf die Haushaltsberatung mit Ihrer Fraktion im Haushaltsausschuss gespannt, wo Sie diese 40 Milliarden einsparen werden. Und das als Zweites in Ihre Richtung. Wir sehen hier und hören von Ihnen, auch gleich von anderen Rednern der CDU und der einstmals so stolzen CSU, ja, da muss man mehr sparen, da muss man vernünftiger sein. Und wenn Sie dann alle weg sind, kommen die Fachpolitiker und sagen, ach, was interessiert mich das Geschwätz meiner Vorgänger vorhin? Da macht ihr zu wenig, da müsst ihr mehr machen, da müsst ihr was machen. Da lobe ich mir schon die Ehrlichkeit der Linken an der Stelle. Und ich kann Ihnen das auch sagen. Wissen Sie, ich bleibe da beim Sommernachtstraum. Und ich glaube, bei Ihnen ist da auch so ein bisschen Sommernachtstraum noch hängen geblieben. Es ist nicht genug, dass man rede. Man muss auch richtig reden. Und da ist Ihre Aufgabe als Opposition, uns wirklich Vorschläge zu machen und nicht einfach nur zu sagen, ich hätte es gerne anders, aber ich weiß eigentlich nicht, wie. Ich sehe bei der Rente Probleme, ich weiß aber nicht, wie. Ich sehe an ganz vielen Stellen bei der Energie Probleme, ich weiß aber nicht, wie ich es löse. Machen Sie doch mal einen alternativen, durchgerechneten, echten, anderen Lösungsvorschlag. Dann gehen wir auch gerne mit Ihnen allen in die Debatte. Meine Damen und Herren, es ist dann auch noch mal angesprochen worden, und das sage ich auch, weil die Bank natürlich wieder leer ist. Ich meine, ich bin auch nicht darüber erfreut, dass nachdem der Kollege Tonka hier einbringt, einer nach dem anderen die Minister verschwinden und die sicherlich leistungsfähigen parlamentarischen Staatssekretäre hier sitzen. Aber was auf der Bundesratsbank passiert, ist wieder typisch. Wir erleben das, und ich sage das für alle, egal wer jetzt in der Regierung oder jetzt in der Opposition ist, das ist ja das Schöne in der Demokratie, dass das mal wechselt. Wenn es so weitergehen wird, dass die Länder immer wieder sagen, ich bin zwar zuständig, die Verfassung hat mir auch die Erträge dafür gegeben, aber es soll gefälligst der Bund alles zahlen, dann wird dieser Bundeshaushalt nicht mehr fähig sein. Und ich hätte erwartet, dass von Ihnen dazu in Erinnerung an den Kollegen Rehberg, den wir alle an der Stelle immer unterstützt haben, egal ob wir in der Opposition oder Regierung wären, etwas mehr gekommen wäre, dass wir hier auch stehen. Denn die Verhandlungen, da gebe ich dem Kollegen vollkommen recht, Sven Christian Kindler, die Verhandlungen werden ja nicht nur hier geführt, sie werden ja auch noch mit dem Ministerpräsidenten geführt. Das wird eine harte Haushaltsberatung werden. Ich bin gespannt, was an Vorschlägen kommt. Ich fürchte, von dieser Bank werden keine guten Vorschläge kommen. Versuchen Sie es ein wenig. Die Hoffnung ist da. Die Regierung hat ihre Vorlagen gemacht. Das Parlament wird seine Arbeit tun, und ich bin mir sicher, dass, wenn wir im November über den Haushalt reden, werden alle erkennen, es ist der Haushalt einer stabilen sozialen Marktwirtschaft. Aber es gibt keine Weihnachtsgeschenke, denn Ende November steht es im Gesetz. Herzlichen Dank. Und das Wort hat der Kollege Sebastian Prehm, CDU-CSU-Fraktion.